Was geht ab, Freunde? Dima hier und damit herzlich willkommen beim neuen Gameplay von Slender The Arrival. Ich habe dieses Spiel vor ungefähr, glaube ich, 8 Jahren das erste Mal gespielt. Ich glaube, es waren 8 Jahre so ungefähr, wo das rauskam. Und ich muss sagen, für das, dass es so simpel war, das Spiel, hat es mich echt mitgenommen. Also, deswegen habe ich mich heute entschieden, mal einen anderen Teil von Slenderman zu nehmen. Naja, so was ich auf Steam rausgelesen habe, das ist, ich glaube, die beste Version jetzt, was es so an Slenderman-Spielen gibt. Jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, das hat einen gewissen Gruselfaktor, weil bei Slenderman da... Okay. In dem Fall würde ich sagen, mache ich noch ein bisschen die Audio höher, dass ihr was versteht und dann geht's schon los. Jetzt schauen wir mal, ich will nur kurz gucken und nochmal, okay, on start the game. Oh shit. Ich denke mal, einige von euch müssen das Spiel eigentlich auch kennen. Eigentlich schon fast jeder. Wer kennt nicht den Slenderman? Old but gold. Boah, ich hasse schon sowas. Und kein Spaß. Holy moly. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Alter. Sind wir jetzt schon im Spiel? Ja, nice. Schaut richtig nice aus. Gut, dann nehme ich mal an, ganz normal WASD zum Laufen. Springen können wir nicht. Taschenlampe. You don't have any flashlight. Okay, in dem Fall, wir sind mit einem Auto hergefahren. Schaut aus, als ob hier so ein Baum umgestürzt wäre, deswegen müssen wir jetzt zu Fuß weiter. Glaube ich mal. Schauen wir mal. Oben links haben wir eine Batterieanzeige. Wir nehmen das in dem Fall auf. Können wir zoomen? Ist das zoomen? Ballert. Okay. Ah, das können wir auch ausstellen. Sollen wir das auslassen? Komm, lassen wir erstmal aus und dann gucken wir ab und zu mal rein. Oh shit. Ich muss sagen, das schaut richtig nice aus. Also für so ein Slenderman-Game. Odima begrüßt uns im Himmel. Das ist cool gemacht, wie aus so einem Film, wenn es startet. Die Frage ist, müssen wir jetzt in dem Teil auch so Zettel aufsammeln oder... Bin mal echt gespannt, was wir da machen müssen. Stellen wir uns einfach vor, ich wüsste nicht, um was es geht. Wir laufen ganz friedlich. Oh. Okay. Hier steht auch schon Auto. Guck einfach mal nicht, dass vielleicht ein Zettel schon da ist oder so. Okay, das waren wir. Oh shit. Was war das? Oh Mann, wie schnell das dunkel geworden ist. For sale. Was steht da noch? Please contact Kate.
oder? Oh Mann. Ich ahne schon nichts Gutes. Ich glaube, wir machen ein bisschen noch den Sound hier. Können wir nicht einfach draußen bleiben, im Auto sitzen? Ist mir egal, ob wir da verhungern nach einer Zeit. Okay. Wir brauchen eine Taschenlampe oder so. Das wäre nicht schlecht, wenn wir das finden. Das ist schon der erste... Things for calling last night. It's probably someone... Also, wir machen das so. Ihr würdet euch wahrscheinlich den Arsch ablachen, wenn ich das jetzt auf Englisch vorlese. Deswegen lese ich mal kurz in mich rein und dann versuche ich es zu übersetzen. Wenn nicht, dann habt ihr einfach Pech gehabt. Okay. Also ich hab's schon verstanden, aber ich könnte es euch jetzt nicht wiedergeben auf Deutsch. Tut mir leid. I don't understand English, you know. I understand, but I can't talk. Take me out to the ball game, sung by Edward Meeker, Edison Record. Casey was baseball man. Ja, willkommen im Zweiten Weltkrieg zurück, würde ich sagen. Die machen wir mal zu. Hier auch. Okay. Was ist das hier? Honoring the life. Okay, das ist eine Art Flyer oder so. Der Book. Könnt ihr uns später auch wieder anschauen, stand da. Was ist das? Chili con carne? Irgendwie. So. New messages. One old message. Hey Kate, CR again. I hope everything's okay. I know there's been a lot to take in and wrap your head around. It'll be good when Lauren gets there to help you sell the house. Take a little load off your mind. Give me a call when you get the chance and we can talk. Take care. Press 1 to delete. 2 to return to the main menu. Alles klar. Dann schauen wir mal weiter. Die können wir aufmachen. Oh shit. Ich habe mich gerade daran gewöhnt, dass das so ganz normal eigentlich wirkt und jetzt kommt schon sowas. Oh bitte Mama. Oh bitte Mama, Papa, bitte, bitte sag mir, dass es kein Slenderman ist. Ich habe das Gefühl, dieses Krummen wird immer lauter. This door needs a key. Jetzt müssen wir also in dem Fall einen Schlüssel suchen. Oh Mann, ich hätte gerne eine Taschenlampe. Kleine Spende bitte.
Aha, hier ist noch ein Zettel. Thank you! I can't thank you for coming this way, Kate. Wish I had to. Okay. Hier ist noch was. The phone line appears to be dead. Also die Leitung ist tot. Ruhe! Jawohl! Aha. Es kann kommen, was will. So. In dem Fall brauchen wir jetzt einen Schlüssel. Aha, jetzt sehen wir auch hier, was sich da verbirgt. Ein normaler Schrank. In dem Fall würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder mal hoch. Weil da war es so echt arg dunkel. Vielleicht kommen wir jetzt weiter. So. Boah, der müsste auch gewaschen werden. Er stört mich dann hier beim Slenderman spielen, das geht gar nicht. Na, dann lass mal lieber zu. Okay. Also ich sehe hier mal keine Hinweise für den Schlüssel. Kommen wir mal weiter. Da haben wir einen. Picked up a key. Ich hoffe, das ist der richtige Key. Ich schaue nur kurz noch schnell die anderen Räume durch. Das passt soweit. Wieso habe ich so einen Fetisch in Toiletten reinzuschauen? In jedem Spiel. Macht ihr das auch gern? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr auch gerne in Toiletten schaut, in Spielen. Irgendwie ist mir das aufgefallen, es machen auch viele. So, dann schauen wir mal, ob wir reinkommen. Oh shit, wir sind... Wir sind in der Kammer des Bösen. The fuck? Escape, can you see it? Oh shit. Mein Puls ist gleich höher gegangen. Schauen wir mal. Wir haben jetzt... Okay. Wir haben jetzt etwas aufgehoben. Weiß ich nicht, wie wir das anschauen können. Ob das relevant ist. Hallo, mach das weg. Hallo, wie kriege ich das weg? Leute,
Krieg den Scheiß hier nicht weg. Mann, wieso musste ich das dann drücken? Es hat viel Spaß gemacht, das Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Slenderman. War ein cooles Spiel. Wir haben uns erschreckt. Also schaltet wieder beim nächsten Mal. Nein, Spaß. Was soll der Scheiß? Oh Mann. Okay Leute, ich würde sagen, das ist die erste Folge gewesen. Ich werde jetzt bis zu dem Teil laufen, wo wir gerade stehen geblieben sind. Dann drücke ich nicht mehr diese Taste. Und dann würde ich sagen, kommt der zweite Part, ne? In dem Fall bleibt's dran und guckt euch das Spiel an.